Goethe sagt vom Teufel, er ist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Für unsere Grünen gilt leider das genaue Gegenteil. Die sind die Kraft, die stets das Gute wollen und stets das Böse schaffen. Ich muss mich ganz kurz fassen, sonst dauert es hier 3 Stunden. Es fängt an mit der Kinderschänderei, war gut gemeint. Nicht? Man wollte Sex mit Kindern, das war gut gemeint, ist ausführlich diskutiert. Dann kam unter anderem Multikulti. Die Grünen waren, wie sagte Claudia Roth, betroffen. Betroffen, dass Einwanderer Deutsch lernen sollten. Nicht? Das ging damals, das Wort von Merz, deutsche Leitkultur, das war ja furchtbar. Die sollten Deutsch lernen, die sollten doch alle so bleiben, wie sie sind hier und jeder seine eigene Kultur hier bewahren. Die sollten nicht Deutsch lernen. Ist jammervoll gescheitert, ja, jammervoll gescheitert. Jetzt begreifen inzwischen auch die Grünen, das immerhin, man muss ja staunen, dass die überhaupt noch was begreifen, dass die Einwanderer natürlich Deutsch lernen müssen. Da kann man schon richtig glücklich sein. Dann haben sie gesagt, diese Migranten, die werden unsere Renten erarbeiten. Ist furchtbar gescheitert. Wir wissen alles, das Gegenteil ist der Fall. Die Renten müssen gekürzt werden, damit wir die Kosten für die Migranten, für die Integration aufbringen können. Dann kam also unter anderem Biosprit 1. Nicht? Biosprit 1, der deutsche Bauer, ist der Ölscheich der Zukunft, Ölpflanzenanbau. Hat weltweit zu Hungersnöten geführt, hat dazu geführt, dass die Tortillas in Mexiko teurer wurden, hat zum Aussterben der Orang-Utans massiv beigetragen. Es ist das Gegenteil eingetreten, was die Grünen eigentlich wollten. Das ging dann weiter. Biosprit 2. Biosprit 2 hat Deutschland völlig verheert. Wo sie hingehen und gucken, Maisfelder, wo früher Kornfelder waren, typisch Deutsch, es sind jetzt Maisfelder, fast immer überdüngt. Eine klimaschädliche, massiv klimaschädliche Angelegenheit. Ich habe das in anderen Beiträgen ausführlich dargestellt. EE ist sowieso schon idiotisch klimaschädlich, aber Biogas schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. 760.000 Hektar verbrauchen die Biogasanlagen, um lächerliche 1600 Megawatt zu erzeugen. Da ist ein Kohlekraftwerk natürlich bedeutend umweltschädlicher, umweltfreundlicher, weil sie dann diesen riesigen 760.000 Hektar zur Verfügung haben, wo sie Wald pflanzen können. Das ist für die Artenvielfalt, selbst Greenpeace warnt natürlich vor Biogas, weil diese Monokulturen natürlich die Artenvielfalt zertrümmern. Das ist den Grünen alles schrottegal. Ja, Hauptsache, sie können ihre wahnwitzigen erneuerbaren Energiengesetz durchdrücken. Wirtschaftlich ein Irrwitz ohne jeden Beispiel. Wir haben 500 Milliarden haben wir ausgegeben für erneuerbare Energie, für die Photovoltaik vor allem. Der Gebrauchswert dieser Anlagen, die wir alle bezahlen müssen, von 500 Milliarden, der Gebrauchswert liegt unter 100 Milliarden. Können Sie ganz einfach abschätzen, nehmen Sie an, eine durchschnittliche Garantie-Einspeisepreis von 25 Cent pro Kilowattstunde. Der Börsenpreis liegt bei 5 Cent, meistens sogar darunter. Gerade dann, wenn die Sonnenzellen arbeiten. Warum? Weil dann Überangebot herrscht. Es ist, sagen Sie ruhig, 5 Cent. Ein 5 Cent ist ein Fünftel von 25. Das heißt, der Ertrag, der Ertragswert dieser Photovoltaik-Sachen sind 100 Milliarden. Wir sind 400 Milliarden ärmer für nichts und wieder nichts. Hätte man 100 Kernkraftwerke bauen können, die nicht nach 20 Jahren verschrottet werden müssen, sondern teuer entsorgt, sondern die 60 Jahre mühelos, also CO2-freien und klimafreundlichen Strom liefern. Dazu kam also, dass er den Airbus wollte, wollten die Grünen nicht. Die Pharmaindustrie haben sie kaputt gekloppt. Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Die deutsche Pharmaindustrie ist restlos vernichtet durch grüne, überzogene Gentechnik-Forderungen. Und dann immer die Leute haben immer Angst, wenn sie sich dagegen stellen, dann werden sie gleich als riesige Menschheitsfeinde dargestellt. Das ist eine totalitäre Ideologie. Wir haben statt
Statt der braunen Herrenmenschen haben wir den grünen deutschen Vorbildmenschen, Vorbild für die ganze Welt. Da haben ja auch die Bischöfe bei dieser Ethikkommission dann mit rotblühenden Bäckchen gesagt, niemand anders als Deutschland kann das also schaffen und wir müssen es schaffen, auch wenn es große Opfer kosten. Und da überlegen das. Einerseits haben sie erzählt, das trägt sich selbst und wir haben einen riesigen Weltmarkt mit den ganzen Firmen, die jetzt schon alle pleite sind, die Solarzellenprodukte sind alle pleite. Die Windkraft hat Siemens gerade wieder Mist gebaut. Das heißt dann schön die Erklärung bei Siemens, der Kostendruck aus Asia, von asiatischen Herstellern zu mit dieser Primitivtechnologie, das begreifen die nicht. Die nennen das Hightech. Die nennen das Hightech. Mein Gott, so eine Windmühle hat ungefähr den technischen Schwierigkeitsgrad eines Fahrraddynamos oder meinetwegen einer Gangschaltung. Das ist damit ein Hightech-Land durchfüttern zu wollen, ist völlig ausgeschlossen. Es war vorhersehbar, dass die alle pleite gehen, die Solarzellenproduzenten. Ich habe das unter anderem im Forum immer wieder geschrieben, Kinder. Das ist aussichtslos. Mit solcher Pipifax-Technologie könnt ihr keinen Weltmarkt erobern bei der Hightech-Nation. Die waren im Rausch, im Rausch. Ich krieg jetzt noch Zuschriften. Das wird eine glorreiche Zukunft der deutschen erneuerbaren Energienwirtschaft. Aber so viel dazu. Die erneuerbaren Energien ist die hochgradigste Katastrophe, die Grünen bisher also angerichtet haben. Ich will nur daneben noch kurz erwähnen, ihre ständigen Lügen, also beispielsweise Leukämie an Kernkraftwerk, gerade wieder eine Studie geben in der Schweiz, ist überhaupt nicht feststellbar, irgendwelche Häufung von Leukämie bei Kindern, es hat eine Studie in Frankreich gegeben, in Deutschland hat es gegeben, jetzt hören Sie zu, alle 200 Jahre stirbt ein Kind durch ein Kernkraft in der Nähe dieses Kernkraftwerks. Ein Kind alle 200 Jahre, machen Sie mal eine Wahlprognose mit solchen Zahlen. Also das ist vollendete Idiotie, eine apokalyptische Idiotie. Nur die Grünen sagen das nicht der Bevölkerung. Nicht? Denn es ist so, dass also statt zwei 200. Kind, die sterben, sind es drei. Das ist von 200stel auf 3, 200stel Kinder, ist das eine Steigerung von 50%. Das waren die Steigerung von Leukämie bei den Kernkraftwerken, sind 50%, ist schon eine groteske Übertreibung, weil die Bevölkerung natürlich denkt, oh, also normalerweise sind da also 1000 Fälle von Leukämie, 50% mehr sind 500. Es sind aber nicht 500 pro Jahr, sondern es ist ein 200stel Kind pro Jahr. Das ist typisch Grün, die übertreiben nicht wie Goebbels um 50% oder 100, sie übertreiben um 100.000%. Und dann denken die Leute, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wahrscheinlich sind es nur 10.000% mehr. Also das ist die Technik der Grünen, systematisch lügen, ist durch die neuere psychologische Forschung alles belegt, wie das funktioniert. Die Leute nehmen nur die Schlagzeilen wahr und die Botschaft und trennen völlig von dem, der diese Botschaft überbringt. Das wird anderswo im Gehirn abgespeichert, das ist alles erwiesen. Deswegen auch intelligente Menschen werden durch diese massive, ständige Wiederholung von Lügen beeinflusst und glauben das dann. Das ist in Deutschland der Fall, sind ja keine Bevölkerung, ist ja nicht völlig verblödet. Aber wir haben nirgends in der Welt als im deutschsprachigen Raum eine solche massive, ich würde sagen, Allergie gegen Atomkraftwerke, ein völliger Unfug. Nicht? Mit einem westlichen Atomkraftwerk hat es bisher nicht einen einzigen Toten gegeben. Bei Kohlekraftwerken tausende. Anderes Thema, komme ich auch noch zurück. Der deutsche Industriestandort wird von den Grünen systematisch vernichtet. Und wenn wir das nicht endlich begreifen, dann müssen wir diesen Weg eben gehen. Thank you.